Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. Wir sind zurück auf dem Kraterberg-Hochland. In der letzten Folge das erste Sinnoh gefangen. Und offensichtlich kommt dann noch was durch den Riesenriss da oben. Beziehungsweise ist ja schon durchgekommen, das zweite Sinnoh. Und der Plan für heute ist, wir bereiten uns vor. Die Kette ist ja kaputt gegangen, aber wir brauchen quasi jetzt einen Ersatz. Und das wird anscheinend ein geiler Pokéball. So. Und wir müssen für den Kampf das gute Palkia mitnehmen. Nehme ich denn raus? Arados. Ja. So. Weiß nicht, ob wir ausgeruht sind. Wir ruhen uns nur kurz aus. Kostet ja keine Zeit. Also, 20 Sekunden. So. Und dann machen wir uns auf Richtung da unten. Im Moment, wie viel... Ich mache erstmal mein Lager wieder leer. Verschieben. Und ich sehe jetzt mal das gleiche hier. Zack. 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 Und zack. So, jetzt aber. So ultra weit ist das ja nicht. Nium. Fang diesmal auch keine Pokémon, aber gutes Zeug nehmen wir natürlich mit. So, das hier runter. Weil rote Steine brauchen wir ja. So. Müssen wir denn hin? 56 Meter. Da müssen wir rein. Hi. Nee. Will ich gar nicht hin. So, hier lang. Da ist nämlich das Erz, was der gute... Wer ist der kleine Mensch? Mir völlig vergessen. Oh, da verschlägt es einem glatt die Sprache. Von diesem Ort geht eine außergewöhnliche Kraft aus. Fast als läge hier die Geburtsstätte der Welt selbst. Und wie sieht's aus, Topin? Topin heißt er. Wie Topas, genau. Aha. Meine Expertise und Handfertigkeit im Bergbau sind einsatzbereit und Viscagoo ebenfalls. Ich würde also vorschlagen, ihr überlasst mir die Knochenarbeit. Okay, okay. Nicht so schnell. Och nö. Piratenschwestern schon wieder. Was denn jetzt schon wieder? Wer ist er? Wir haben keine Zeit für solche Sperenzien. Ephelia? Dass du dich nach deinem Austritt aus dem Clan nochmal blicken lässt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Hört gut zu, ihr werdet nun den Schatz ausgraben und ihn dann brav uns überlassen. Was macht ihr für verdutzte Gesichter, euch nachzuspionieren, war nun wirklich keine Kunst. Was wir brauchen, mag zwar so wertvoll sein wie ein Schatz, aber wir wollen damit einfach nur unseren blauen Himmel zurückbekommen. Das Oberhaupt des Pear-Clans ist also immer noch so ein Moralapostel. Genau deshalb habe ich es dort nicht ausgehalten. Mir ist egal, warum ihr euch im alten Leben den Rücken gekehrt habt, aber Topin werdet ihr deswegen nicht bei der Arbeit stören. Die drei gegen euch drei, du übernimmst das hier, Doxy. Okay, okay. Na gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Mach dich auf einen großartigen Kampf gefasst, wie man ihn nur einmal im Leben erlebt. Das hat sich aber nicht gereimt.
Naja. Dann schauen wir mal, was sie hat. Ein Rizeros. Nee. Komm. Wir nehmen mal Pike, ja. Welche haben wir mal Respektschellen verteilen? So, ja, Respektschellen. Und ein Gengar. Wertkräfte ist sehr effektiv. Warte mal, das ist halt normal. War schon ein bisschen unfair. Bin ich ehrlich. Aber hey, dein Können ist wirklich nicht von dieser Welt. Sag mal, Aphelia, willst du nicht zum Diamant-Clan zurückkommen? Die Zeiten ändern sich und bei uns ist auch nicht mehr alles so wie früher. Du könntest uns mit deiner Stärke sehr helfen. Ha! Es würde mir im Traum nicht einfallen, mir wieder eure Fesseln anlegen zu lassen. Niemals! Mein Schatz könnt ihr behalten, aber tut gefälligst was gegen diesen roten Himmel. Du bist ja schon wieder stärker geworden. Vielleicht kannst du es wirklich etwas gegen dieses Ungeheuer im Kraterberg ausrichten, Doxy. Beim nächsten Kampf mache ich jedenfalls Kleinholz aus dir, wirst schon sehen. Okay. Puh, also echt, was wollten die drei hier überhaupt? Naja, jetzt mache ich dann erstmal so Pokémon wieder fit. Das Nett wäre aber nicht nötig gewesen. Die Nessie, die ich kenne, hat zwar viel genörgelt und gegrummelt, aber immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Bestimmt haben die drei sich Sorgen gemacht und wollten nur nach dem Rechten sehen. Dann sollen sie das doch einfach so sagen. Die rauben mir noch den letzten Nerv. Ja, die tauchen immer in den unpassendsten Momenten. Genau. Ja, denke ich, konnte etwas von diesem Erz gewinnen. Urerz oder wie auch immer ihr es jetzt nennt. Edoxy, nimm du es. Ein Brocken Urerz. Das war überraschend einfach. Falsch. Ich bin einfach nur unglaublich begabt. Eigentlich verdiene ich ja ein dickes Lob. Auf dich ist immer Verlass, Topin. Kein Wunder, dass Axanto dich als Wächter anerkannt hat. Aber zurück zum Professor mit dem Erz. Ich muss auch schon sagen, er sieht zwar nicht danach aus, aber er verfügt zweifelsohne über geballtes Wissen und ein gutes Urteilsvermögen. So. Mal kurz gucken. Kriegen wir das Nassknet da gefangen irgendwie? Das hat aber auch absolut gar keinen Bock auf was zu fressen, ne? 4 von 6. Na ja, da gucken wir mal, ob wir 5 und 6 auch noch kriegen. Headshot. So, das Nummer 5. Haben wir noch 1? Wir können auch das große wütende Etwas da draußen fangen. Oh.
So. Einer. Immer schon den nächsten Mineralkühler vorsichtshalber. Oh, never mind. Reicht. So, jetzt nehmen wir uns noch das Lastknet da unten mit. Da sneaken wir uns jetzt auch wieder einfach von hinten ran, weil die stehen ja meistens einfach nur rum. Sind so ein bisschen einfach wie Mogelbaum. Ab. Sehr schön. 6 von 6. So. Dann machen wir uns mal wieder auf nach hier oben. Und quatschen mit dem Professor. Das ist also das Mineral allen Ursprungs, das Urerz. Ah, ich kann förmlich spüren, wie in diesem Stück Erz unser ganzes Universum seinen Anfang fand. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Urerz gekommen? Das Ur kommt bestimmt von Ursprung, oder? So ist es. Nun lasst uns aber zur Tat schreiten und wieder nach Jubeldorf zurückkehren. Professor, das hier war mal die rote Kette, jetzt ist sie ein Haufen zerbrochener Teile. Ich vermute, dass sie selbst zerbrochen ihre volle Wirkung entfalten kann. Danke, dass du sie aufgesammelt hast. Als nächstes das Mineral allen Ursprungs. Bist du soweit, Doxy? Na, klaro. Todesmutig hat der Diamant-Clan die Bruchstücke der Kette zusammengesammelt. Der Peer-Clan hat uns das Wissen über das Mineral allen Ursprungs überliefert. Nun ist es an der Galaktik-Expedition, beides in einem Gefäß zu vereinen. Lumia, als Expertin im Herstellen von Items gebührt die Ehre natürlich ganz hier. Ich werde ebenfalls meinen Beitrag zu diesem Kampf leisten, Doxy, auch wenn es nur von einem sicheren Ort wie diesem hier aus ist. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Bitte geduldet euch ein bisschen, ihr könnt ja so lange miteinander plaudern. Okay. Hey Professor, was dauert denn da so lange? Ja, in Wirklichkeit geht es ja gar nicht darum, keine Zeit zu verschwenden, oder? Ist einfach nur ungeduldig, gibst du? Wenn sich durch herumsitzen und nichts um Probleme lösen ließen, würde ich das tun. Gut Ding wird zwar Weile haben, aber Langeweilen können wir nicht. Es ist verbracht, Doxy, ich hab's geschafft. Ich nenne ihn den Urball. Wenn die Überlieferungen der Wahrheit entsprechen, sollte sich das im Sinnoh-Tempel erschienene Pokémon damit fangen lassen. Cool. Mit diesem einzigartigen und besonderen Ball kannst du das Pokémon fangen, das im Sinnoh-Tempel herumwütet. Ist das quasi der Meisterball? Schon faszinierend irgendwie, dass so ein kleiner Pokéball ganz isoliert seine Bewohner retten soll, meine ich. Spannend finde ich auch, wie sich Menschen Pokémon näher kommen, nachdem es mit einem Pokéball gefangen wurde. Och, wie wird mir, das ist doch... Die Stimme in mir ist zurück. Heike, er spricht wieder zu dir. Ja, und es scheint uns im Kampf unterstützen zu wollen. Na, wenn das mal nicht gute Neuigkeiten sind. Ein so mächtiges Pokémon wie das ehrwürdige Sinnoh des Peer-Clans, nein, ich meine natürlich Pike, er wird uns eine große Hilfe sein. Also dann, Doxy, nimm den Urball und eile mit Pike jetzt zum Sinnoh-Tempel. Auf geht's. Auf geht's. Ah, Madame Guida.
Also steht ein schwerer Kampf bevor. Bist du wirklich bereit für den Kraterberg? Aber volle Bude. Gut, das wollte ich hören. Nun hör genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Jäger und gebietet über die Zeit. Wird ihm nicht Einhalt geboten, gerät die Suis-Zeit aus dem Fugen und unsere Welt ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Mit Pike, dem Gebieter über den Raum, könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Nun geht zusammen mit Pike zum Sinnoh-Tempel. Muss sagen, euer Dorf ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich in der Schnellerei vorbei und werfe mich in Schale, hoho. Bitte was? Ist die jetzt wirklich die richtige Zeit dafür? Ist die Welt erst einmal passé, hat sich auch der Einkaufsbummel ein für alle Mal erledigt. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Stimmt auch wieder. Nun gut, Doxy. Wenn du alle Vorkehrungen getroffen hast, sollten wir auf ein neues zum Sinnoh-Tempel aufbrechen. Oh ja. Ich würde sagen, wir haben auch alle Vorkehrungen getroffen. Abfahrt. Abfahrt. Ah, nee. Ich wollte das hier mal einklappen. Und wir sind zur falschen Basis gereist, ne? Ja, macht nichts. Schaffen das schon. Auf zur Gipfelbasis. Eigentlich können wir auch einfach mit Damiti reiten. Hey, Levoldeck. Du Arschi. Moment, rotes Herz. Staraptor. Rein in die dunkle Höhle. Da wo wir beim letzten Mal Bubeshi getroffen haben. Ich habe schon auf dich gewartet. Du kannst dich zwar auch im Basislager anecken, aber vielleicht kommt es dir ja gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustocken. So einen Logenplatz für dieses legendäre Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wage ich mich vielleicht noch näher ran. Mach dir jedenfalls um mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Guck mal, wir haben noch nie irgendwas von ihm gekauft. Wir könnten Bälle kaufen, aber nö. Warum? Er hat hier nicht ein Cent Pokebälle ausgegeben. Sehe ich gar nicht ein. So. Ich speichere mal provisorisch. Und dann machen wir uns auf zum Sinnoh-Tempel. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsse, um Jubeldorf zu beschützen. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Ja. Man das schon. Doxy, dein Platz hatte ich gefunden. Was soll das denn bedeuten? Das ist eine alte Redensart des Pear-Clans. Will meinen, für ihn, dem eine wichtige Aufgabe zuteil wird, gibt es den richtigen Ort, sich ihr zu stellen und sich zu beweisen. Mit anderen Worten, man soll keine Angst haben. Ich muss zugeben, dass ich langsam bestimmte Aspekte deines Clans zu schätzen lerne. Wir werden dir zur Seite stehen, komme was auch wolle, auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Doxy. Beschütze Raum und Zeit. Okay. Machen wir.
Oh nee, der Sinnoh-Tempel. Der ist jetzt futsch. Und in Zukunft wird man den Ort als Speersäule kennen. So. Gucken wir doch mal, was hier jetzt dabei rumkommt. Oh! Okay, das macht mehrere so eine Dinger. Okay, macht noch mal das. Ah, nein, 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 nein. Kommt auch irgendwann mal. So. Kommt eigentlich auch irgendwann mal hier so eine Phase, wo wir gegen es kämpfen? Oh. Was macht's da? Ich weiß nicht, was es macht. Ich glaube, da müssen wir Ruhegaben drauf werfen, um es abzubrechen, oder? Wir starten mal komplett neu. Das war jetzt Quatsch. Okay. Aua. So, switcht er jetzt? Ich glaube, nee, nicht. Nach der hier müsste er switchen. Hopp. Au. Zack. So, ich glaube, jetzt switcht er wieder. Genau. Au! Was für das denn? Ja, Algea. Versus Dialga.
oder meine Erdkräfte. Oh. Oh. Dann Lucario. Ja, wir machen da jetzt einmal Nahkampf. Das sollte ja jetzt reißen, oder? Das verstehe ich gerade nicht. Okay. Da starte ich jetzt aber nicht neu. Alles übernehmen. Dann machen wir von da aus, wo war. Ja, ja. Hallo? Das ist mir diesmal gedutscht. Ah. Aha. Das waren mehrere. Okay. Hopp. Jetzt macht er bestimmt wieder gleich seine geile Teleport-Attacke, genau. Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir keine Pokébälle mehr schmeißen. Keine Ruhegaben. Zack. Gleiches Spiel wie gerade eben. Er ist einfach weg. Da weiß ich nicht, ob wir jetzt mit einem Nahkampf theoretisch besiegen. Deswegen machen wir erstmal Aurasphäre. Machen wir zweimal Aurasphäre. Aus hier. Au. Zack. Zack. So, jetzt kommen wieder die großen Dinger, oder? Oder macht's eine Teleport-Attacke? So, diesmal sind wir rausgekommen. Uiuiui. Ah, hast du dir so gedacht, Pike, ja.
Ei, ei, ei. Ah, nein, 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 nein. So, ruf. War genau der letzte, die letzte Ruhegabe, die wir brauchten. Geschafft. Hat er es wirklich gefangen? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Er hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Yes. Dank des Ubers ist es ihm tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich etwas anderes von Doxy erwartet hätte. Puh. Das war absolut fantastisch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Sieh einer an, selbst der Expeditionsleiter dem Bogum muss zu solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oha, ein überaus seltener Anblick. Aua, was sollte das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren, doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur eines zu tun. Ein Fest. Wir werden ein Fest veranstalten. Versammelt alle Mitglieder eures Clans. Das wird das größte Fest, das sie so jemals gesehen hat. Wir sollen zusammen mit dem Diamant-Clan feiern? Feiern? Mit dem Pear-Clan? Naja, immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren werden wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen. Und lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. Ja, zumindest haben wir wieder einen blauen Himmel, ne? Und damit haben wir den Abspann erreicht. Ist natürlich noch nicht vorbei. Hat auf jeden Fall bisher ultra Spaß gemacht. Ich finde die Mechanik, so wie man das jetzt macht mit dem Pokémon-Fangen, ziemlich cool. Das mit den Kämpfen ist noch ein bisschen wild. Gerade wenn man gegen mehrere Pokémon kämpft, ist ein bisschen weird, weil irgendwie wird man dreimal instant angegriffen und hat jetzt so in dem Zug nur ein Pokémon und kann gar nichts machen. Passiert. Aber es macht ultra Spaß, so ein Pokémon zu spielen. Wenn das eine komplette Open World wird, so wie der für die neuen Pokémon-Teile anscheinend werden soll, könnte das, also wenn macht das, also haucht das dem Franchise Pokémon neuen Saft ein, macht dann vielleicht wieder deutlich mehr Spaß. Genau. Aber ansonsten war es das natürlich für heute.
Ich lasse euch hier mit dem Abspann noch alleine. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es ist ja noch nicht komplett vorbei. Schauen wir, was noch kommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.